Außerdem wollen wir von einer sehr besonderen Vater-Sohn-Beziehung berichten. Spitzenstadt live im Radio. Die Stadt Plauen war am 21. Dezember Station der Sendereihe Deutschland-Rundfahrt von Deutschlandradio Kultur. Eine Stunde lang konnten die Zuhörer deutschlandweit und live etwas über die Geschichte, die Kultur und über die Menschen erfahren, die Plauen mit geprägt haben. Gesendet wurde aus dem Malzhaus, wo Moderatorin Miriam Rossius mehr über die Plauener Spitze, Erich Oser und das Theater erfuhr. Außerdem erzählten Steffen Kollwitz und Jörg Schneider über ihre Erlebnisse im Herbst 1989, als in Plauen zur ersten Großdemonstration in der damaligen DDR aufgerufen wurde. Musikalisch umrahmt wurde die Sendung von der Kinder-Bigband des Vogtland-Konservatoriums. Unter www.deutschlandradiokultur.de kann der Beitrag in der Mediathek angehört werden.